In diesem Video wird es etwas kompliziert zu erklären, was alles passiert. Viel zu viel ist sehr kurzfristig und sehr durcheinander abgelaufen. Also Schritt für Schritt. Der eigentliche Plan. Eigentlich wollen wir nach Pakistan reisen. Wir hatten aber das Visum in Teheran nicht bekommen, da die Regierungen von Iran und Pakistan derzeit eine Auseinandersetzung hatten und keine Visa herausgaben. Die Planänderung. Nun sitzen wir ganz unten im Süden des Irans und wollen mit der Fähre nach Dubai übersetzen, um dort das Visum für Pakistan zu bekommen. Dazu kommt, dass Maysam, einer unserer Freunde in Bandar Abbas, jemanden kennt, der im Hafen arbeitet, mit dessen Hilfe es billiger und einfacher für uns werden könnte, auf die Fähre zu kommen. Das Problem. Aktuell steht das persische Neujahr vor der Tür und all unsere Freunde fahren aufs Land zu ihren Familien, um dort zu feiern. Sie feiern alle im engeren Familienkreis, also können wir nicht dabei sein und müssen nun abwarten, bis Maysam zurückkommt, um uns mit der Fähre zu helfen. Was passiert jetzt? Mernush, die Dame, die unsere letzten Auftritte organisierte, hat uns empfohlen, nach Bandar Ekong zu fahren, um dort einen ihrer Freunde zu treffen und bei ihm Neujahr zu verbringen. Also fahren wir nun nach Bandar Ekong und haben keine Ahnung, was uns dort erwartet. Im Moment sind überall im Iran heftige Überschwemmungen und auf dem Weg nach Bandar Ekong passieren wir die erste komplett überschwemmte Straße mit dem Pinzgauer. In Bandar Ekong angekommen, führen uns unsere neuen Gastgeber erst einmal durchs Dorf zu allen Sehenswürdigkeiten, dann in ein Museum und am Ende bekommen wir auch noch eine traditionelle iranische Hochzeit zu sehen. Hier sind wir nun auf einer rauschenden iranischen Hochzeit gelandet. Der da tanzt, wurde uns als der Verrückte aus dem Dorf vorgestellt. Alles hat einen festen Ablauf. Es wird gesungen, getrommelt und ein Ritual nach dem anderen wird durchgeführt. Aber wo ist die Braut und all die anderen Frauen? Sie stehen hinter dem Tuch, da sie eigentlich gar nicht anwesend sein dürfen. Das ist aber nicht als Hochzeitstradition verankert, sondern wird befolgt, da das Land unter religiöser Herrschaft steht. Man möchte unbekümmert tanzen und sich Schwierigkeiten mit der Sittenpolizei ersparen, also feiern Frauen und Männer getrennt. Danach begleiten uns unsere Gastgeber zum Hotel, in dem wir übernachten, und am Abend feiern wir dort mit unseren Zimmernachbarn das persische Neujahrs- und Frühlingsfest Nowruz. Es ist der 21.03.2019 und um 1.30 Uhr nachts feiern wir das persische Jahr 1398. Dann verlassen wir Bandar Ekong wieder und fahren am nächsten Tag zu einem Wildcamping-Spot am Meer. Wir müssen noch etwas Zeit überbrücken, bis Maysam zurückkommt, um uns mit der Fähre zu helfen. Nächster Platz für ein paar Tage, wenn es klappt. Perfekt. Läuft, lassen wir so, oder? Wir haben uns hier gemütlich eingerichtet und stellen gerade fest, die Welt geht da draußen dezent unter. Es hagelt. Wir haben es hier chillig drin. Geil.
Nach 2-3 Nächten Warten auf dem ersten Platz haben wir festgestellt, dass es wohl etwas länger dauern wird, bis Maysam zurückkommt. Da das Wetter nicht sehr angenehm war, verbrachten wir die meiste Zeit im Pinzgauer und verließen ihn hauptsächlich dann, wenn wir einen Lagerkoller erlitten. Die Tage darauf fuhren wir dann wieder zurück Richtung Bandarabas. Die Straße war dieses Mal so überschwemmt, dass eigentlich niemand durchfahren durfte. Doch als wir die Polizei fragten und sie den Pinzgauer genauer anschauten, erlaubten sie uns als Einzige weiterzufahren und wir mussten zum Glück nicht umdrehen. Ich find's tatsächlich geil, dass wir hier durchfahren können. Auf dem Weg Richtung Bandarabas wurde uns klar, dass Maysam immer noch nicht zurück sein wird und dass auch sonst keiner unserer Leute da ist. Also stöberten wir kurzerhand einen alten Kontakt in Instagram raus. Wir sind tatsächlich hier an einen sehr lustigen Kontakt gekommen. Und zwar über Instagram haben wir uns bei jemand gemeldet, die sich schon vor einer Weile einfach bei uns gemeldet hatte und gesagt hat, hey, kommt doch vorbei. Und jetzt haben wir die angeschrieben und sind jetzt bei der Dame untergekommen. Das Witzige ist, wir wollten in dieses Dorf gestern reinfahren und auf einmal ist am Eingang vom Dorf, fährt man durch so einen Torbogen und wir durften da eben nicht reinfahren, da war Security und dann, was ist los? Und dann war das quasi wie an der Grenze. Wir wurden sämtliche Sachen ausgefragt, unsere Persos wurden eingezogen und dann habe ich mal gefragt, so, Leute, was ist das hier? Warum ist das wie an der Grenze? Wir wollen doch nur in das Dorf hier rein. Dieses Dorf gehört zu einer Raffinerie, deswegen ist es komplett umzäunt und hier wohnen eben die ganzen Mitarbeiter. Hier gibt es eine Moschee drin, hier gibt es so Anlagen, damit die Mitarbeiter bespaßt sind. Zum Beispiel, wir waren gestern in einer Trampolinanlage und da kommt man dann halt kostenlos rein. Sehr, sehr speziell und verrückt auch schon wieder. Hier sind wir jetzt für 2 Nächte. Hier waren wir jetzt für 2 Nächte, jetzt müssen wir gehen, weil es nicht angemeldet war, dass wir für länger hier bleiben. Das ist eben der Chef der Raffinerie, der jetzt gesagt hat, wir müssen gehen. Sonst hätten wir von unseren Gastgebern aus noch länger bleiben dürfen. Also sind wir wieder losgefahren und haben unseren nächsten Campingspot auf der anderen Seite von Bandarabas auf einer schönen großen Grünfläche mit schön vielen Büschen, wo wir uns dahinter verstecken konnten, gefunden. Ich bin mal wieder unterwegs und nehme ein paar Geräusche aus unserer Umgebung auf. Der geile Trick ist nur ein Steinwurf entfernt. Steinstativ. Die Jungs sind einfach kurz angebrettert gekommen und haben sich jetzt hier häuslich niedergelassen. Sie haben ihr Fleisch mitgebracht hier und werden jetzt voraussichtlich länger bleiben. Die Jungs kamen aus dem nächsten Dorf. Als sie mit ihren Dromedaren unterwegs waren, hatten sie uns entdeckt und sind später mit einem kompletten Picknick bei uns vorbeigekommen. Kommuniziert wurde mit Händen und Füßen, während alle die skurrile Situation genossen. Allzu oft mag es hier nicht vorkommen, dass die Jungs 2 Europäer hinter dem nächsten Gebüsch entdecken. Jan, merci.
fett gefressen und jetzt gehen wir eine Runde heizen. Yes. Dann haben die Jungs den Jan noch kurz zu ihren Dromedaren und in ihr Dorf entführt. Jo? Ha. So gut. You live here? Yeah. Say hello. Und jetzt, was gucken die so? Go. Let's go. Wir sind jetzt hier einmal komplett durch das ganze Dorf geeiert. Hier hinten sind noch die Familien. DJ Amin! Also folgende Situation. Wir sind gerade von ein paar Ziegen und Schafen eingekreist. Gerade eben waren noch die Dudes von gestern da. Aber die haben gemerkt, dass wir nicht sozialkompetent sind, weil wir an unseren Laptops hängen. Und jetzt arbeiten wir hier und mal gucken, wann sie wiederkommen. Gierig. Merci. Er hat mir gerade angeboten, dass ich auf dem Esel reite. Ist sie schon. Noch immer haben wir darauf gewartet, dass Maysam sich wieder meldet, um uns mit der Fähre zu helfen. Immer wieder wechselten wir unseren Campingspot und fuhren regelmäßig in die Stadt zurück, um bei Moshtaba zu duschen. Jedes Mal hofften wir, dass er einen Platz bei sich zu Hause hat, damit wir bei ihm bleiben können. Denn es war zwar erst der 1. April, aber tagsüber hatte es schon bis zu 40 Grad im Schatten. Aber immer war Moshtabas Haus komplett voll mit Freunden und Verwandten, die wegen dem iranischen Neujahr noch bei ihm zu Besuch waren. Also fuhren wir jedes Mal, nachdem wir duschen waren, wieder zu einem unserer Spots außerhalb der Stadt und wurden erneut für 2-3 Tage in der Sonne gebraten. Oh Mann, ey. Und was machen wir morgen? Ich glaube, das... Was machen wir morgen? Was machen wir morgen? Ja, vielleicht das Gleiche nochmal? Vielleicht machen wir das Gleiche noch. Ja, Mann. Easy. Heute gibt's Ziege zum Frühstück.
Und während wir uns mit den selbstgebastelten Fliegenklatschen vor den Unmengen an Fliegen verteidigten, stolperte Jan auf der App iOverlander plötzlich über einen Eintrag, der uns klar machte, dass es sowieso viel zu teuer wird, wenn wir mit dem Pinzgauer nach Dubai übersetzen, um dort das Visum für Pakistan zu beantragen. Also beschlossen wir kurzerhand, nicht mehr auf Maysam zu warten, sondern ohne unserem Fahrzeug nach Dubai zu gehen, einfach nur um dort das Visum für Pakistan zu bekommen. Das bedeutete dann aber, dass wir den Pinzgauer im Iran lassen, obwohl unser Visum automatisch abläuft, wenn wir das Land verlassen. In Dubai müssen wir dann also nicht nur das Visum für Pakistan und Indien bekommen, sondern vor allem das Visum für den Iran, damit wir zurück zum Auto kommen und mit dem Pinzgauer dann nach Pakistan fahren. Aber wo sollen wir den Pinzgauer parken? Bei Moshtaba würde er einfach auf der Straße stehen. Auf öffentlichen Parkplätzen sollte man nicht für 1 bis 2 oder sogar 3 Wochen stehen. Und wirklich gut kennen wir hier auch niemanden. Aber der Plan steht fest. Wir gehen ohne Auto nach Dubai und nehmen sämtliche Risiken auf uns, um irgendwie an das Visum für Pakistan zu kommen. Wo wir den Pinzgauer parken, wie wir auf die Fähre kommen und was wir dann in Dubai erleben, das gibt es dann im nächsten Video zu sehen.